Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier aus den wirklich sehr finsteren Kloaken, wo ich jetzt den lieben Eichhörnchen helfen soll, hier rauszukommen. Weil anscheinend ja alles voller Monster hier rumfleucht. Ach, die Treppe ist natürlich kaputt. Ah ja, und das sind auch meine lieben Freunde. Schwertmeister der Soziatel. Was auch immer. Oha, ein Alp, was auch immer das sein soll. Metzel ich's nieder. Eine hässliche Frau, ja, ist tatsächlich ein Alp. Hier kommt ja zu gar nichts. Aber ich bin ja auch ein übelst flachsiger Typ. Helfen mir meine Kollegen da auch mal oder sind die nur zur Dekoration daher? Die kommen ja noch nicht mal mit, diese Typen. Ja, okay. Was kriege ich denn hier? Alkohol, oder? Da ist auch Alkohol. Absurd Raffas des Weißen oder sowas. Ja, irgend so merkwürdiger Trank eben. Ein merkwürdiger Trank, ein Feuerstein, ein Voodoo-Wunstein. Nehme ich mit. Nilfgaarder Zitrone. Habe ich noch ein bisschen Nilfgaarder Zitrone? Dann könnte ich das ja stapeln. Ja, ich habe noch Nilfgaarder Zitrone. Oh ja. Yeah. Redanischer Kräuter-Wodka. Habe ich davon auch noch was? Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht so mein Inventar verstopfen. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe nämlich schon so viel Alkohol. Ja, ich werde ausnahmsweise... Kreis der rachsüchtigen Flamme. Igni-Zeichen. Das Zeichen, weil ich wohl niemals benutze in meinem Leben. Diamantstaub. Habe ich nicht noch Diamantstaub? Ich habe Diamantstaub. Nehme ich mit. So ein paar mehr Feuersteine kann man. Kann nie genug Feuersteine haben. Monstrositäten. Lymphe. Lymphe. Ich brauche Lymphe. Wieso gehen denn die netten Leute hier nicht mit? Ach, er wurde geblockt. Okay, kommt mit, meine Treuen. Was ist das denn hier für ein Pfeil? Na, ist egal. Ja, das sind wieder diese komischen Riesenviecher. Aber ich werde sie alle niedermetzeln. Boah, mein Gott, macht das viel Schaden. Oh mein Gott, ich bin so ein Gott. Oh mein Gott, ich bin so ein Gott. Was sind das für Viecher, ganz ehrlich? Irgendwie so eine... Ja, ich habe ja die Vermutung angestellt, dass das so eine Art Ameisenartiges Viehzeug ist. Ja, Leute, wenn ihr mich blockt, kann ich euch nicht die Arbeit abnehmen, so wie ihr es wolltet, oder? Leute, ich kann euch so nicht helfen. Ja, ja, ich time meine... Nein, ich time meine Auto-Attacks gar nicht. Ich bin schlecht. Mann, wie ich direkt viel schlechter bin, wenn ich den Geralt nicht sehe. So, down, down, da geht er down. War das noch mehr Viehzeug? Naja. War es das schon? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Problem gelöst. Das kleine Manöver war beeindruckend. Was für ein Tag. Hoffentlich war meine Hilfe nicht vergebens. Ich bringe die Dokumente zu Vivaldi. Vielleicht kann er die Bank zurückbekommen. Viel Glück, Yevin. Falls ihr mich braucht, fragt Vivaldi. Ja, also, dass Vivaldi seine Bank da zurückbekommt, ist schon ein guter Zweck. Also, ich bereue nichts. Uha, ich bin schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Mein Gott, wie schnell steige ich denn in letzter Zeit auf? Luftröhren. Wozu brauche ich Luftröhren? So, das nehme ich noch mit, das nehme ich noch mit. Was zur Hölle? Der Hell? Naja. Ein Ort der Macht. Was will ich mit einem Ort der Macht? Ich gehe einfach hier lang. Ich muss ja sowieso in die Kloaken. Naja, Händlerviertel-Kloaken. Da bin ich doch eigentlich ganz gut dabei, oder? Wo muss ich hin? Die Karte zeigt mir den Weg. Ja. Ich bin sogar ganz in der Nähe. Perfekt.
Alles läuft ineinander zusammen. War natürlich alles geplant. Alles geplant. Unbekanntes Kraut. Ist ja immer noch dieser Schimmelpilz an den Wänden. Wo kann ich eigentlich herausfinden, was das für ein Kraut ist? Ist einfach Schimmelpilz, oder? Oder irgendein anderer Pilz. Nein, ich möchte das Zeichen nicht wechseln. Geralt, steig in den Dreck. So. Was habe ich denn hier? Ich glaube, ich muss mal eine Kleinigkeit essen. Hier, Speise. Der will ja keine Süßigkeiten mehr, der Aiwin. Darüber bin ich sehr erbost, muss ich sagen. Sehr erbost. Leute. Naja, ich kann ja auch meditieren, damit ich wieder neue Talente bekomme. Starkes Silber. Ja, starken Silber, den mache ich mal. Ja, und ja, dann noch die ganzen Bluten, Schaden, Einäscherung. Was ist denn Einäscherung? Bluten plus 15%. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Ta-ta, 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 ta-ta. Axie. Rrrrden. Was auch immer das war. Angreifer. Verlieren. Bla bla bla. Zeichendauer. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Dann habe ich noch so einen ultimativen Schild. Das kommt gut. Das kommt gut. Noch ein bisschen Tränkchen brauen. Ja, Tränkchen brauen. Tränkchen brauen. Nee, ich habe ja wieder kein. Wolf? Na, nee. Ich habe ja wieder kein Rebus. Rebus ist einfach nicht machbar. Vielleicht enthält dieser Schimmelpilz ja Rebus. Er ist schließlich grün. Aber wo soll ich bitte herausfinden, wie der heißt? Ja, hier ist der engagierte Hinterhof. Und was jetzt? Hallo, Leute. Ich bin hier. Bin da, wer noch? Ich glaube, ich muss meinem Journal nachgucken, was das Ganze bedeutet. Ich sollte den Sendboten sprechen, der die Salamander. Nein. Schloss und Schlüssel. Ich muss um Mitternacht. Mitternacht, wieso habe ich nicht daran gedacht? Jetzt habe ich Zeit verschwendet. Zeit habe ich verschwendet. Zeit ist Geld. So, jetzt ist er hier. Hallo, mein Freund. Kameraden, die Leiter. Ist alles bereit? Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Okay. Dann will ich mal aufsteigen, denke ich mal. Und mal sehen, was mich dann erwartet. Ich muss mal kurz die Brille wechseln, weil ich habe die falsche auf. Meine Battle-Brille muss ich aufsetzen. Na, schon viel besser. Schon viel besser. Mir haben die Augen ein bisschen wehgetan davon. So, wo bin ich denn hier gelandet? Oh mein Gott, er flachst wieder richtig rum, der Geralt, so richtig schnell. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier rein. Salamandra-Versteck, auf Anhieb richtig. Okay, gibt es auch sowas wie Schleichen? Nein, der Geralt, der rennt immer. Moment noch. Beeilt euch. Für den Anfang, Akayala Ambrakur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes,
Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redanien. Sachte, der Kristall wärmt sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente, Herr Handel mit Fistech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Natürlich, Gerard ist ja nicht der Leiseste. Ihr fordert die Salamander heraus! Oh Gott, ich muss meinen gottverdammten Trank trinken. Fein, Geralt. Fein, Geralt. Oh Gott, jetzt auch noch. Okay. Schnetze dich, Geralt. Oh Gott. Ich bin down. Nein. Und ich habe mich gespeichert. Ich bin so ein Trottel. Aber ich habe hier einen Autosave. Das Spiel verzeiht mir alles. Naja. Ach ja. So glücklich. So, jetzt trinke ich erstmal meine Tränkchen, bevor ich hier wieder wie ein Berserker reinstirbt. So, und zwar... Aha. Nein. Habe ich doch irgendwelche andere Tränke? Vielleicht Tränke, die mir was nützen? Ja, Wolf. Wolf, ich bin der Wolf. Das brauche ich jetzt nicht. Das ist euer Ende! Wie sie denken. Das wird euer Ende sein, weil ich so ein übelst krasser Schnetzler bin. Lol. Schon down? Das macht ja schon meine Bemühungen, diesen Trank zu trinken, eigentlich nicht. Was ist das denn für ein Vieh? Und ich sollte lieber mein Silberschwert dafür nehmen. Und ich muss in den schnellen Stil wechseln. Was für auch immer für ein Vieh das sein soll, aber... Das ist mir egal. Ich werde es töten und dann nachdenken. Dankeschön. Das war's dann ja wohl. Da. Gar kein Problem. Was kriege ich denn hier? Himbeersaft? Oh, Zwergenbrand. Nice. Salamandra-Broschen, ich brauche doch keine Salamandra-Broschen, ey. Diese 10 Orenser Stück, die kann er sich sparen. Was ist denn hiermit? Ich rede nochmal mit dem hier. Bravo, ein eindrucksvolles Gemetzel. Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radovid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radovid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich, werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück, sagt Ada schöne Grüße. Ja. Ja, dieser Typ. Ein Seherstein. Und ich habe einen Seherstein.
Und ich sollte den zu Triss und Leuwarden bringen. Was auch immer mir das letztendlich bringen soll. Naja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Schluss. Und dann werde ich nochmal im Keller nachschauen, ob dann noch irgendwas Schönes gelagert wird. Naja, ich habe ja erstmal meinen Soll erfüllt. Auf Wiedersehen.